Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Wult! Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Geht zu Meister Bori. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Der Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori. Bex! Jetzt! Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Macht es genauso. Bex! Fuß! Ruh! Komm, Drachenblut. Geht zu Meister Bori. Okay, wie man das jetzt nun. Drachenblut, geh zu Meister Bori. Ich hab's durchgeschafft. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbel hin. Versucht es noch einmal. Atem und Konzentration. Gute Güte. Hey, pass ein bisschen auf. Ist das schon alles? Ja. Noch einmal. Der geht zur Seite. Max. Kommt, Drachenblut. Ach je. Ah, Wirbelsprung. Müssen wir ausrichten. Geht zu Meister Bori. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwindsprung. Haben wir jetzt. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu, dann werdet ihr wiederkehren. Der Weg der Stimme. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schreien ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynaret die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können.
Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Naja, mühelos ist was anderes. Fünf. Unser Anführer Parthornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Naja. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. So, wo müssen wir jetzt hin? Questmarker. Darüber müssen wir. In das Horn von Jugen Windrufer in deinem Besitz. Der Himmel euch leid. Okay, da werde ich aber erstmal, bevor wir dahin aufbrechen, werde ich aber erstmal noch zurück nach Weißlauf von dort meinen Gefährten ein bisschen weitermachen. Und dann können wir nochmal ins Gebirge aufbrechen. Na dann würde ich mal sagen, einmal eine Schnellreise zurück nach Weißlauf und dann mache ich eine Aufnahmepause und danach können wir mit ein paar Quests aus Weißlauf. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch was? Persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr könnt der Wahrheit nicht entkommen. Ihr könnt dem wahren Drachenblut nicht entkommen. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Das war vielleicht mein Fehler. Jetzt ist der Checkpoint vor den Kämpfen. Nein. Das muss aber mal sein. Ich hab's noch alle. Ne, ich hab's nicht mehr alle. Weil ich die einfach angreife mitten in der Stadt. Aber ich hab alle noch alle Schreie noch. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr könnt der Wahrheit nicht entkommen. Ihr da. Ihr werdet Drachenblut genannt. Da wir jetzt mit ihnen geredet haben. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. Lydia. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Muss das jetzt sein? Tränke. Was das Essen, was Gesundheit herstellt.
Mehr Essen. Einfach mal Mehl knuspern. Mein lieber Scheu, die muss auch viel fressen, um wieder gesund zu werden. Noch mehr Angreifer hier. Wurde ich einfach von Kultisten angegriffen. Kultistenruhe ist viel wert. Oha. So, können wir wertvoll verkaufen, aber erstmal müssen wir schlafen. Erstmal müssen wir Bücher. Anonymer Brief. Kultistenbefehle. Geht in Rabenfest an Bord der Nordmaid. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das Falschdrachenboot, könnt als Max, bevor sie Sule-Stein erreicht. Kehrt mit den Nachrichten eures Erfolgs zurück, dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Aha. Hier haben wir schon Kopfgeldjäger auf uns. Wer auch immer dieses Schreiben findet, ich bitte um Hilfe. Eine Gruppe Totenbeschwörer experimentiert mit uralter gefährlicher Magie, um Horden von Zombies auferstehen zu lassen. Ich fürchte ungewollte und unwiderrufliche Konsequenzen. Ich wurde aus ihren Studien ausgeschlossen, als meine Warnung ob ihrer Dummheit auf Intoleranz stieß. Das Ritual zur Beschwörung dieser grässlichen, nicht kontrollierbaren Kreaturen steht kurz bevor, im südlichen Ecke Himmelsrands. Wir müssen aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Na toll. Aber erstmal ab zu den Gefährten. Ich hoffe, wir greifen uns keine weiteren Leute an. Ja, gut, durch die Unterkunft rennen. Okay. Da wollte man nicht hin. Wartet! Ich kenne euch. Ja, sicher. Diese Rüstung ist nicht schlecht. Immer zu den Gefährten. Skiosa, wird auch ich hätte Isgramos Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Das sagst du mal wieder. Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Ihr seht etwas krank aus. Ja, ein bisschen Schlaf wird helfen. In manchen Nächten träume ich von den Nebeln von Sovngarde. Wo waren da mal die Quartiere?
Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut wie ihr. Ja, Wahnsinn. Schöne 12 Stunden Schlaf. Schon Nachmittag, als wir wieder aufwachen. Sie schläft nicht. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ich war das neueste Mitglied der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch immer noch vertraut machen. Na schön. Was denn? Begleiterbefehle. Du bist im Befehlsmodus. Um deinen Begleiter einen Befehl zu erteilen, bewege die Zielhilfe, bis ein Befehl erscheint und du dann um den Befehl zu erteilen. Okay. Was braucht ihr? Angriff. Gut, dann muss ich mal ausruhen. Kann sie schlafen liegen? Ich gebe euch Deckung. Wahrscheinlich nicht. Ich stehe zu eurer Verfügung. Okay, das ist die Stahlschwert. Könnt ihr vielleicht eine bessere Waffe geben? Die Axt im Weißlauf, die kann sie doch mal. Können sie doch mal nehmen. Gesegnet 200, den wir eh nie. Den wir eh wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Bei ihr ist so gut aufgehoben. Die Axt im Weißlauf, die behalte ich erstmal noch. Geht ihr voran? Schon das Schwert hast, das da. So, ich werde mal wieder eine kurze Aufnahmepause machen. Dann machen wir danach weiter. Hier erstmal bei den Gefährten. So, und lassen wir erstmal außen vor. Das können wir machen. Da mal gucken, wer uns angegriffen hat. Und wir hatten hier noch Sachen bei den Gefährten, wenn ich das richtig sehe. Zur Klinik müssen wir auch noch irgendwann zurück. Banditenlager, das können wir auch noch machen. Okay. Vampire, okay, eher nicht so. Da haben wir doch hier. Okay, für den Jahr, ich glaube, das müssen wir, das machen wir als nächstes. Können wir mal hier nachgucken. Und dann hier. So die Quests, die ich als nächstes machen würde. Gut, na dann, bis gleich. Hübsches neues Schwert. So, ich werde dann mal, was haben wir nach der Aufnahmepause, muss man gucken.
Ah ja, das ist eine Abschrift des Geschäfts, ja, Kupferkiste. Genau, das sollten wir machen. Wir wollten mal die Vergiftungsquest mal nachfolgen. Auftrag des Königs. 24 ist auch nicht schlecht. Die haben halt dort auf dem Boden liegen. Aber. Eines Tages, wenn ihr und ich Teil des Zirkels sind, können wir etwas daran ändern, wie die Dinge. Ich nehme einfach mal mit. Ich glaube nicht, dass. Hier, wo müssen wir hin? Ach, zur Taverne. Stimmt. Okay, das Kupferfessel. Die Kommandierung. Skjör sagt, ich hätte Iskra. Dann würden wir mal für den. Was, wer war das? Der Schatzmeister oder wer war das? Der Alte, der uns beauftragt hat für den. Ja, aus Graumähne. Was braucht ihr? Nein, da gehen wir noch nicht rein. Der Tempel. Das ist auch der Tempel. Kampfgeborene. Rennshaus. Das war doch relativ zentral. Ulfgrätz, achso, ich hab grad. Ich meinte gerade Ulfried gelesen zu haben. Und der ist da. Der hat ja wahrscheinlich keine Unterkunft. Wieder der Tempel. Die Zukunft von Tamriel. Die Zukunft. Rorikstadt ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Waffe. Wenn zumindest ein Drache angreifen würde, das wäre schon interessant. Aus Grominger. Gehen wir vielleicht noch rein, das klingt interessant. Dieses unerträgliche Wachen. Tempel. Sag mal, wo waren das? Scheußlich aus. Steckt mich bloß nicht an. Wartet. Ich kenne euch doch. Wo waren die Gaststube? Ich glaube, wir im Kreis. Weiter unten. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Natürlich seid ihr es nicht. Kriegsjunker? Das wurde schon wieder. Was dacht ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Hier müssen wir hin. Vergessen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Ich habe etwas für euch. Hier. Schrift des Buchs. Ah, hier. Schäbige Haube? Was? Warum? Null Rüstung. Ein Wert, okay, warum? Hey, was soll denn das? Abschrift des Geschäftsbuchs. Okay. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche... Lesen. Okay. Wer könnte verdächtig sein?
Kommandant Kaius, Zaubertrank der Ausdauer. Einsicht des Kults, Zaubertrank der Stärke. Lydia? Aha, du hast einen Zaubertrank der Stärke. Am Ende ist Lydia die Böse. Wollen wir gar nicht hoffen. Erinnert die Jäger an Zaubertrank des Volltreffers. Ein Zaubertrank der höchsten Heilung. Krankheitsheilung. War nichts Besonderes. Zaubertrank der Magik, Zaubertrank der gesteigerten Ausdauer. Bösartiges Gift, das war der Priester von Arkai. Der Gift stellt. Waffenschmieder. Ich sind also Tank des Waffenschmieds. Waldläufer, Zaubertrank des verzauberten Wolfs. Heilung, Feilschen. Gift des langen Leidens. Der Notsteilbursche, das könnte auch sein. Zaubertrank der geringen Ausdauer, Zaubertrank des Ritters. Entweder war es der Steilbursche oder der Priester. Steilbursche oder Priester. Nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe. Hier im Stall. Mädchen, Hunde, Alte. Es gibt niemanden, mit dem ich es nicht aufnehme. Meine so, wo ist der Stall? Wir würden natürlich eher den Priester verdächtigen, aber. Als das wir würden erstmal bei dem. Erst gucke ich mal beim Stall nach. Ich hoffe, ich kriege für diese Nebenquest eine ordentliche Summe Geld. Wie kommen wir uns dann beim Stall irgendwie einen. Schönes Pferd von leisten. Da ist der Stall. Meine Abkürzung. Nee. Ich hab ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Ja, aber. Reitet schnell wie der Wind. Ich hab kein Geld. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulvar. Das ist eine andere Frage. Ich fege und schaufle hauptsächlich. Habt ihr damit ein Problem? Jarva. Wie hieß der? Notsteilbursche. Nicht das Gift des langen Leidens. Vater sagt, ich sei nicht klug genug, um Stallmeister zu werden. Vielleicht eines Tages. Okay. Müssen wir ihn mal damit konfrontieren, oder? Nur eines ist besser, als ein schnelles Schlachtross zu reiten. Schnelles Schlachtross über den Feind hinweg zu reiten. Da liegt doch jemand. Haben wir da eine Tür? Und jetzt siehst du Steilburschen Dietrich. Ja, das war eine optische Natur und das brauchen wir nicht, das liegen. War. Erstmal die Notiz durchlesen. Aha. Milch, wie war das? Ich muss hier noch ein bisschen warten. Mich auszuwählen war eine kluge Entscheidung des Dunkelelfen.
Von den Narben abgesehen kann ich problemlos als Stallbursch durchgehen. Ich sage dem Ladenbesitzer, dass mich ein wildes Pferd abgeworfen hat und ich mit dem Gesicht voran im Gestrüpp gelandet bin. Ich bin ein kluges Kerlchen. Die anderen Banditen machen sich immer über mein Gesicht lustig und sagen, sie sehe aus wie ein Neugeborenes. Aber für derartige Aufträge erweist sich dieser Umstand als recht nützlich. Nachdem sie gesehen hat, wie gut der Dunkelelf zahlt, wird die gesamte Bande schon bald nach Rasiermessern Ausschau halten. Aha. Apropos, ich soll den geheimnisvollen Wohltäter im Stall und nicht im Lager der stillen Monde treffen. Keine Ahnung warum, aber er hat gesagt, dass es für den Fall, dass mich jemand verfolgt, am besten wäre, wenn ich in meiner Rolle bleibe, bis ich die Stadttore weit hinter mir gelassen habe. Nun hoffentlich schleicht er sich nicht an mich heran, während ich warte. Im letzten Mal habe ich mich fast eingenässt. Aber klug wie ich nun mal bin, habe ich mir dieses Buch gekauft, um ihn zu finden. Die Sache ist nur, dass ich beim besten Willen nicht darauf komme, wie es funktioniert. Für einen harten Kerl wie mich ist das nur eine Frage der Zeit. Aha. Herr Stallmeister, ihr habt da ein Problem. Ich habe die... Wollt ihr Rekorde brechen oder Knochen? Meine Biester können beides. Reitet schnell wie der Wind. Das Pferd stehen ist, glaube ich, keine so gute Idee. Und dann kommen wir hier nicht mehr im Zug nach Weißlauf. Okay. Wo sollen wir jetzt hin? Ja, das Horn bringen wir später vorbei. Das machen wir später. Ich würde mal sagen, wir berichten untersuch das Lager Stille Monde. Okay. Wo ist dies? Ich habe ja gerade mehrere Questmarker. Damit ich die mal gerade eben. Ja, damit ich mich konzentrieren kann. Auf eine Quest. Das Lager ist hier. Das ist ein bisschen weiter außerhalb von. Weißlauf. Wartet! Ich kenne euch doch. Das will ich hoffen. Really speeds. Holen wir uns mal, holen wir uns diese Jahresmörder. Falls sie sind, falls nicht der Priester doch schuld ist. Ach so. Krabbe. Da gibt es lecker Essen. Regen kann ich auch nicht mehr. Krabbenfleisch. Yum. Was ist denn hier los? Das ist ein Feuer, da will ich aber nicht hin.
Ah, gleich da. Das muss ungefähr hier sein.